Du möchtest einen Blog starten, weißt aber nicht genau über welches Thema. In diesem Video zeige ich dir drei einfache Schritte, wie du das perfekte Blogthema für dich findest. Los geht's! Hi, ich bin Udo und du schaust wieder So geht Bloggen. Wenn du einen Blog startest, dann sollte sich dieser um ein spezielles Thema drehen, damit deine Leser dich als Experte wahrnehmen auf diesem Gebiet und dir langfristig folgen. Gleichzeitig wird es dir auch einfacher fallen, Kooperationspartner zu finden, wenn du deine Zielgruppe sehr genau eingrenzen kannst und diese Zielgruppe auch mit der Zielgruppe des Unternehmens übereinstimmt. Und wie findest du dieses Thema jetzt? Dazu gibt es eigentlich drei einfache Fragen und die schauen wir uns jetzt mal an. Die erste Frage lautet, wofür interessierst du dich? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Blog erfolgreich wirst, die ist einfach wesentlich höher, wenn du über ein Thema schreibst, wofür du dich auch interessierst. Bis du in diesen Bereich eines erfolgreichen Blogs kommst, ja, wodurch vielleicht auch eine eigene Motivation dann entsteht, können Wochen, Monate, Jahre vergehen, eher Jahre, und du wirst immer wieder dich neu motivieren müssen, zu diesem Thema zu schreiben. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du ein grundlegendes Interesse an dem Thema hast. Und vielleicht dir nicht ein Thema raussuchst, was eher lukrativ ist, ja, keine Ahnung, Kreditkarten oder solche Geschichten, wo du aber dich eigentlich überhaupt nicht mit identifizieren kannst oder dich dafür interessierst. Und mein Vorschlag als erste Aufgabe nach diesem Video, schnapp dir mal eine Liste und schreib 20 Punkte auf, die dich so im Alltag interessieren, die du magst, die dir immer wieder begegnen, wofür du dich begeisterst. Das müssen nicht unbedingt nur Hobbys sein, also irgendwie Sport oder keine Ahnung was. Das können auch Sachen aus dem Alltag halt sein, ne? Putzen, kochen, aufräumen, gibt es auch Blogs drüber. Freunden irgendwie helfen, Freunden zuhören, motivieren. Also all diese Geschichten, die dir so im Alltag begegnen. Und da mach mal eine Liste mit 20 Punkten. Die zweite Frage lautet, interessieren sich auch andere Leute für dieses Thema? Ein Blog macht nur dann Sinn, wenn er auch gelesen wird. Andernfalls kannst du auch hingehen und alles irgendwie in ein Tagebuch schreiben oder so, ja, wenn es dir irgendwie nur darum geht, dich irgendwie auszudrücken. Und neben der Tatsache, dass du deinen Lesern Mehrwert bieten musst, muss auch einfach ein grundsätzliches Interesse von anderen Leuten an diesem Thema bestehen. Ja? Du kannst halt noch die geilsten Informationen über Borkenkäfer zum Beispiel schreiben. Da wird sich aber wahrscheinlich keine Sau für interessieren. Ja? Oder vielleicht kann man die an zwei Händen dann abzählen. Und deswegen musst du die Liste aus der ersten Frage jetzt damit abgleichen, ob ein allgemeines Interesse an dem Thema besteht. Und du kannst das zum Beispiel herausfinden, wenn du guckst, gibt es Foren, die sich damit beschäftigen, wo Leute sich austauschen, Fragen stellen und so weiter? Gibt es Webseiten oder Blogs zu dem Thema? Gibt es Facebook-Seiten? Vielleicht gibt es in der Offline-Welt Zeitschriften oder sogar Fernsehsendungen zu dem Thema. Und so kannst du rausfinden, wie groß, also ob es überhaupt ein Interesse gibt und wenn ja, wie groß das ist. Also wenn du irgendwie ein Forum findest, da sind 30 Leute drin, da ist auch eher überschaubar und vielleicht nicht so die beste Idee, das als Blog-Thema zu verwenden. Also die zweite Aufgabe, prüfe die Liste aus der ersten Aufgabe oder aus der ersten Frage darauf hin, ob ein allgemeines Interesse an den Themen besteht, die du für dich herausgefunden hast. Die dritte Frage lautet, gibt es für dieses Thema einen Markt? Wenn du mit deinem Blog irgendwann mal Geld verdienen möchtest, dann brauchst du jemanden, der dir dieses Geld gibt. Macht Sinn. Und dazu musst du im Vorfeld halt abklären, ob es Firmen gibt, die zu deinem Thema passen, also die Produkte oder Dienstleistungen herstellen, für die sich halt Leute interessieren, die sich für deinen Blog interessieren.
Und das kannst du zum Beispiel rausfinden, wenn du dir die Blogs und Foren und Webseiten und vielleicht auch Zeitschriften ansiehst, die du im zweiten Schritt gefunden hast und guckst, wer schaltet da Werbung? Schaltet da überhaupt jemand Werbung? Wie viel Werbung wird geschaltet? Oder aber finanzieren die sich durch andere Modelle? Also zum Beispiel durch Mitgliedschaften und so weiter. Und ich meine, das wäre natürlich auch für dich eine Möglichkeit, aber die Möglichkeit, über Kooperationen und Werbeschaltungen Geld zu verdienen, ist auf jeden Fall die leichtere. Und das wäre dann die letzte Aufgabe erstmal. Überprüfe, ob es für die Themen, die aus der ersten und zweiten Fragestellung übrig geblieben sind, einen Markt gibt und schmeiß alles andere von deiner Liste runter. Als letztes musst du deine Schnittmenge noch daraufhin überprüfen, wie viel Konkurrenz es zu dem Thema gibt. Wenn es schon irgendwie 1000 Leute gibt, die zu dem Thema schreiben, dann wirst du keine Chance haben, dich da zu platzieren, beziehungsweise wirst dir das unnötig schwer machen. Wenn du aber trotzdem unbedingt zu diesem Thema schreiben möchtest, also je nachdem, wie viel auch von deiner 20-Punkte-Liste letztendlich übrig geblieben ist und du kein anderes davon nehmen möchtest, kannst du hingehen und dich weiter in deinem Thema spezialisieren. Also in meinem Fall zum Beispiel, als ich angefangen bin vor 3 Jahren mit Waldhelden, da gab es zu dem Thema Outdoor-Sport und Aktivurlaub noch nicht so viel online. Mittlerweile schon, aber ich hatte natürlich auch die Möglichkeit, mich in den 3 Jahren zu platzieren und mir ein gewisses Standing zu erarbeiten. Aber wenn ich heute neu anfangen müsste, würde ich hingehen und mich zum Beispiel auf eine Sportart spezialisieren. Also ich würde nicht sagen Outdoor-Sport und Aktivurlaub, sondern ich würde halt dann sagen irgendwie Mountainbiken oder Skifahren oder Wandern. Also eine spezielle Sportart. Oder zum Beispiel kann man sich auch auf eine Region spezialisieren. Also dass man sagt Outdoor-Sport in den Alpen oder Outdoor-Sport am Meer oder wie auch immer. Ja? Also dass man guckt, okay, ich möchte gern bei meinem Thema bleiben, aber ich muss mich irgendwie noch ein bisschen weiter spezialisieren. Und daraufhin solltest du auf jeden Fall deine Ideen, die noch übrig geblieben sind und für die du dich letztendlich entscheidest, dass du die daraufhin nochmal überprüfst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Suche nach deinem perfekten Blog-Thema. Wenn du dir unsicher bist, komm gerne in die Facebook-Gruppe, die ich zu diesem Channel neu gegründet habe und stell deine Idee vor. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt den Kanal, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie dein Blog erfolgreich wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss und Ciao, ciao.